genau zu Ossi. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Metin 2 DI Tiger Ghost Free to Play Melee. Die Begrüßung war viel zu lang. Dafür haben wir aber einen Gast mit dabei und zwar den lieben Mev. Den Gast. Ja, schön. Ja. Eigentlich hallo. Falsch gesagt, ne? Aber wie kennt man es sonst aus meiner Folge? Mev ist natürlich auch mit dabei. Das ist das, falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, das ist unser neues Projekt und zwar wollen wir Free-to-Play Richtung Melee spielen. Was heißt Richtung Melee? Das Projekt ist erst vorbei, wenn wir Melee besiegt haben. Die erste Folge, wie gesagt, bei Mev auf dem Kanal. Deswegen, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, gerne mal bei Mev vorbeischauen. Die Folge findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung beziehungsweise direkt eine Playlist für die ganzen Folgen und so weiter und so fort. Und wenn ihr die Folge gesehen habt, könnt ihr dann wieder rüber zu dieser Folge kommen und dann habt ihr eine sehr gute Unterhaltung für diesen Tag gehabt, würde ich sagen. Ganz genau. So. Ja, wir sind in der zweiten Folge und wir haben natürlich weitergemacht mit dem, was wir davor auch schon gemacht haben. Wir brauchen Young. Das ist das große Ziel und dementsprechend haben wir natürlich ein paar Metins gekloppt, sind auch auf Map 1 rumgelaufen, um eventuell den ein oder anderen Drop, den der ein oder andere nicht mehr braucht, aufzuheben. Also, da waren teilweise schon echt wilde Sachen dabei, muss ich sagen. Wie war es bei dir da? Ja, das stimme ich dir zu. Man kennt es ja von, oder die Leute, die meine Projekt 0 Videos kennen, die kennen ja meine Ansagen am Anfang der Projekte. Müllpicken lohnt sich. Also gerade was die Aufnahmen, wenn ich so gucke, bei deinen Aufnahmen, echt krass, was Leute also fallen lassen. Aber das merkst du doch bestimmt auch mit deinem Main-Charakter, dass du manchmal so denkst, so ja, weg damit. Und wenn du jetzt in den Projekt 0 spielst, denkst du dir, oh Junge, das kann man eigentlich auch verkaufen für ein paar Kaka oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin schon jemand, der bei der Gemi auch Sachen, also mit meinem Main-Account, der Sachen verkauft, die irgendwie 10 Young wert sind oder so, ne? Ich muss aber sagen, jetzt, wo ich Projekt 0 mal so ein bisschen gezockt habe und so weiter, also ihr müsst wissen, gerade ist immer noch der 11.9., also Grüße an die Vergangenheit aus Folge 1. Also, ich bin gerade an Überlegen, wenn ich denn was auf meinem Main auf Azrael habe, was ich jetzt nicht mehr unbedingt brauche, das einfach mal fallen zu lassen für die Leute, die vielleicht Neuanfänger sind. Also ist natürlich auch Azrael eine gewagte These, dass Neuanfänger da irgendwie sind, aber ich bin tatsächlich an Überlegen, okay, wenn jetzt eine Sache bei der Gemi 10kk bringt, dann ist für mich halt nicht mal ein Stackpot. Aber für jemand, der neu anfängt, ist es halt schon eine ganze Menge, ne? Also das, ja, auf das jeden stimmt. Fall. Also ja. Von daher kann man da vielleicht mal überlegen, Dinnis oder vielleicht auch an euch, falls ihr das Young nicht braucht, einfach mal ein bisschen fallen lassen und wenn es halt despawnt, dann ist es auch okay, weil so viel hätte das ja dann sowieso nicht gebracht. So. Genau, genau. Ja, wir sind hier weiter auf Map 2 gegangen. Ich glaube, das ist dann meine Aufnahme. Und haben natürlich dann immer eine neue Jungheldenwaffe geholt und so weiter. Das ist natürlich ziemlich geil auf Tiger Ghost, ne? Also das. Also für Neuanfänge muss ich, glaube ich, sagen, Tiger Ghost momentan der beste Server. Weil. Das stimmt. Hier auf dem Server, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wir haben natürlich schon ein bisschen voraufgenommen. Ich glaube, wir sind ungefähr so bei Folge 3 oder 4. Ich habe bis dato noch nicht einen einzigen Botter gesehen. Und da, also allein der Stuff, der in Low Level noch was wert ist, das ist insane auf Tiger Ghost. Es ist einfach richtig, richtig geil. Und wir müssen gerade auch sagen, anscheinend hat Tiger Ghost einen kleinen Hype. Also zumindest kommt es mir so vor. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich merke das bei den. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wann die ersten Folgen hier rauskommen von Projekt 0, aber man merkt es an meinen Tiger Ghost Videos momentan, dass die einfach momentan deutlich, deutlich mehr geguckt werden als meine Azrael-Videos und dass wir extremst viele Tiger Ghost Anfragen momentan bekommen. Das ist wirklich krass. Wenn man so Map 1 oder so den Basama vergleicht, Azrael Tiger Ghost, dann ist wirklich, also der Unterschied ist gerade insane, also wirklich wahnsinnig. Und ich merke auch im Low-Level-Bereich, wie unglaublich viele Leute anfangen und auch wie viel Zeugs auf dem Markt ist, also das auch alles noch Wert hat, weil halt auch außerdem auch wenig Botter da sind, ist klar, ne? Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Reiz an Tiger Ghost, dass es immer wieder neue Leute gibt, die neu anfangen und dadurch wird halt immer wieder das Zeug gebraucht im Low-Level und deswegen kannst du immer wieder das Zeug farmen in den Low-Level und wirst es auch immer los.
Genau, ja. Das ist so ein bisschen der Reiz an Tiger Ghost. Deswegen haben wir uns auch für Tiger Ghost entschieden. Und ich denke, das war eine sehr gute Wahl. Und das wird dann halt in Zukunft auch noch ein bisschen was mehr bringen. Dazu dann aber, wenn es soweit ist. Und ja, ich habe mich darauf ja ein bisschen spezialisiert, hier ein bisschen Metin zu farmen und so weiter und so fort. Da ist auch was Gutes bei rumgekommen, da seht ihr schon Aura-FB. Da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Ne? Das ist aber bis dato noch bei mir so, auch auf Azrael, wenn ich ein Metin kloppe und ein Aura-FB droppe, dann habe ich trotzdem immer noch so ein, ich keine Ahnung, was ist das auf Azrael wert, so 6-8 KK oder so. Da freue ich mich aber trotzdem, ne? Auf Tiger Ghost ist es jetzt natürlich für uns unfassbar viel wert. Ich glaube, 15 KK oder sowas sind das, ne? Ja, das ist unglaublich. Also das ist so super, super teuer bei Azrael. Weil, wie du gesagt hast, die Low-Level-Leute, oder gerade wenn viele Leute anfangen, dann wollen auch viele Leute Abmaterial Low-Level-FBs, was heißt Low-Level-FBs, aber FBs kaufen. Und ja, wie du sagst, also auch FB, 14, 15 KK kommt hin, ja. Ja, wir haben uns natürlich dazu entschlossen, die Aufgaben ein bisschen aufzuteilen und so. Und dementsprechend werde ich so den aktiveren Part übernehmen. Maeve wird so den Part übernehmen mit, da habe ich das zweite Aura-FB bekommen. Oh, oh. Das Lucky. Maeve wird so den Part übernehmen mit Shopstellen und so. Da wird euch Maeve gleich auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Aber genau. Ihr seht natürlich von uns beiden die Clips. Wir machen das Projekt zusammen. Und wenn der eine mal ein bisschen mehr Zeit hat als der andere, dann ist das so. Dann sieht man halt von den einen Charakter mehr. Aber ich denke, das wird auch dann den Reiz von den Videos ausmachen. Und ja, da sind wir schon bei den ersten Shops. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, Junge, über die ersten Shops. Ja, die ersten Shops, das war natürlich, der halbe Shop ist einfach nur Zeug, was wir aufgehoben haben. Das ist also wirklich, was nur rumlag. Alleine der MWA oder so, das ist echt cool. Ja, Shop gestellt. Ihr kennt es vielleicht von meinem alten Projekt Nulls. Wir zeigen immer alles, was wir reinstellen und wir zeigen dann auch immer, wenn ich, also da ich die Shops aufnehme, wenn ich den Shop dann wieder schließe oder PC runterfahre und am nächsten Tag reingucke, dann nehme ich auch immer alles auf, was wir eingenommen haben in der Schicht, sage ich mal, also wenn der Shop gestanden hat. Sodass ihr dann auch immer eine gute Übersicht habt, was weggegangen ist, damit ihr eine Übersicht bekommt, was für wie viel weggeht und so weiter. Ich denke, das wird ganz spannend. Ihr seht auf jeden Fall auch schon, dass wirklich der halbe Shop war nur gefüllt mit Zeug, was wir aufgehoben haben. Also das ist krass. Und das ist alles was wert. Das ist, wie du gesagt hast. Also ich war auch ziemlich überrascht, was die Leute alles fallen lassen. Aber hat dich ein bisschen was überrascht, was am meisten wert war? Vielleicht? Ja, ihr seht ja gerade in dem Clip hier unten rechts im Inventar 150 Knäule. Erstmal denkt man so, wer schmeißt 150 Knäule weg, aber die kommen ja aus den Melli-Truhen raus. Und von daher schmeißen halt Melli-Läufer oder sowas das easy weg. Oder hier zum Beispiel hat jemand eine Hexe gehauen oder so. Das wird liegen gelassen. Und ich denke mal so, als Lolle-Spieler für Projekt 0, geil. Einfach 150 Knäule, denkt man so, ja, das Deck kostet ja nichts. Und dann packst du den 10er-Stack rein für ein bisschen Geld und dann kommt was rum. So, das wird gekauft. Obwohl es auf dem Boden gefunden wurde, das finde ich spannend. War bei dir irgendwie was richtig Krasses dabei? Also, was denkst du? Oh, mein Wahnsinn. Also, ich persönlich bin ja immer jemand, der gerne so ein bisschen abt und so für die Folgen, auch für Content und so weiter. Und dann einfach so eine Granathalskette auf dem Boden zu finden, war für mich so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, weil ich auf Azrael die Driss einfach nicht finde. Es ist, wie es ist, ne? Aber war natürlich auch. Aber ich habe zum Beispiel ein Stichwert gefunden und da weiß ja eigentlich jeder, okay, das ist doch eigentlich Zeug, was du brauchst, um Pets zu füttern. Und das wird ja immer gekauft. Also, selbst wenn es nur 1,5 KK sind oder so, ne? Sind 1,5 KK, das ist eine ganze Menge. Also richtig. Für uns definitiv, aber selbst auch für den Main, also 1,5 KK würde ich immer mitnehmen. Weil selbst bei der Gemi kriegst du doch für das Schwert schon irgendwie 1,2 oder so. Ja, irgendwo zwischen 800k und 1 KK auf jeden Fall, das stimmt. Also da frage ich mich manchmal, sind die Leute so reich oder was? Also, keine Ahnung. Ich hack hier mal kurz mit rein. Halloween-Quest. Ganz kurz. Die Leute, die... Der Mave-Classic. ich krieg dann Harten, wenn ich das mache. So, Shop ist ein bisschen was gekauft worden. Wir haben unsere ersten 45 KK. Es ist einfach krass. 45 KK. Achso, du hast übrigens eine 8-Int-Glocke gedroppt, ne? Ah ja, stimmt. Die 8-Int-Glocke. Stimmt. Ist sie weggegangen mittlerweile? Nee, die ist noch im Shop. Also stand jetzt, wo wir aufnehmen, noch im Shop. Überleg mal.
Die habe ich für, ja, 18, 19 Kaka drin und die ist immer noch da und wir haben trotzdem schon fast 50 Kaka. Also, hey. Ja, das ist insane. Ja, allein die FBs, ne, das war schon ziemlich lucky, muss man sagen. Stimmt, ja. Die beiden FBs gingen ja für je 12, 13 Kaka weg. Hier wieder Shop weg, wieder 20 Kaka gemacht. Die beiden Hornbögen, die ich gedroppt habe, waren auch dann irgendwann weg. Also echt cool. Geil. Jo. 67 Kaka, ey. Wow. 67 Kaka, was wir damit machen, werdet ihr dann natürlich demnächst sehen. Das wird natürlich auch alles aufgenommen und dann werden wir uns darüber auch ein bisschen besprechen und so weiter und so fort. Ja, ich finde eigentlich die Symbiose aus den Videos von meiner Sicht ein bisschen aktiver, von der Sicht von Maeve mit den ganzen Shops und so weiter. Das wird ziemlich cool. Ihr könnt gerne mal euer Feedback zum Projekt in die Kommentare schreiben, denn wir befinden uns jetzt gerade so langsam Richtung Outro. Ich bin ziemlich hyped auf das Projekt. Wie gesagt, gerne mal ein bisschen Feedback zu den Videos dalassen. Wir können jetzt natürlich nicht anpassen, wenn euch irgendwas jetzt überhaupt nicht gefällt. Dann ist es ein bisschen schwieriger, das anzupassen, während wir die Videos halt schon vorproduzieren. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ihr das Projekt feiern werdet und ich bin hyped. Das soll es dann aber auch von uns gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Letzte Wort hat Maeve. Dankeschön, bis zur nächsten Folge. Ciao.